Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir jetzt etwas über Grafikformate erzählen. Grafiken können mit verschiedenen Programmen erzeugt und bearbeitet werden. Ein mögliches Beispiel ist das kostenlos unter der URL, also der Internetadresse www.gimp.org erhältliche Programm GIMP oder das mit Microsoft Windows installierte Paint. Grafiken können über mehrere Wege in den Computer gelangen, zum Beispiel über eine Digitalkamera, Scanner oder über Download aus dem Internet. Als Grafikformat bezeichnet man den Aufbau der Datei, in welche die Grafik gespeichert wird. Nicht jede Anwendung bzw. Software kann jedes beliebige Grafikformat bearbeiten. Grafikformate erkennt man meistens an der Dateinamenerweiterung, der sogenannten Extension der Datei, zum Beispiel house.jpg, das wäre eine JPEG-Datei, oder blume.png, das wäre eine PNG-Datei. Es werden Raster, auch Pixel genannt, Pixelgrafik genannt und Vektorgrafiken unterschieden. Was das ist, werden wir jetzt erfahren. Nun zur Rastergrafik oder Pixelgrafik. Rastergrafiken werden auch als Pixelgrafiken bezeichnet, da diese aus einzelnen Bildpunkten, also den Pixeln, bestehen. Diese Pixeln können unterschiedliche Farben, Farbwerte zugeordnet werden. Da diese Pixel, Bildpunkte in einem Raster, also einem Gitternetz, tabellenartig also, zu einem Bild angeordnet werden, werden diese als Rastergrafiken bezeichnet. Je weniger Bildpunkte verwendet werden, umso unschärfer erscheint die Pixelgrafik, wie hier in dieser nebenstehenden Abbildung auf diesem Handy-Display, auf diesem älteren Handy-Display natürlich. Die sogenannte Bildauflösung gibt die Gesamtanzahl der Bildpunkte einer Grafik an. Je mehr Pixel pro Breite, also in den Spalten, und Höhe, also in Zeilen vorhanden sind, umso schärfer kann ein Bild auf die Betrachter wirken. Die Farbtiefe gibt an, wie viele mögliche Farben und Farbabstufungen, also vom hellen bis zum dunklen Rot zum Beispiel, ein Pixel annehmen kann. TV, Smartphone und Computerbildschirme stellen ihre Inhalte in Form von Pixeln dar. Digitale Kameras und Scanner speichern ihre Aufnahmen in Form von Pixeln, die in einem Raster angeordnet sind. Weitverbreitete Grafikformate für Pixelgrafiken sind JPEG oder JPG, PNG, GIF, BMP und TIFF. Grafikformate erkennt man meistens an der Dateinamenerweiterung, der sogenannten Extension der Datei, also zum Beispiel house.jpg oder blume.png. Hier nochmal diese Beispiele, also hier sieht man dann die entsprechende Punktdichte, hier sieht man die Farbtiefe, das heißt welche Abstufungen es hier gibt. Hier sieht man dann genau, wenn man genau hinschaut, wenn es vergrößert wird, wird das Ganze dann eher unschärfer. Hier sind wir bei der Vektorgrafik. Bei Vektorgrafiken bestehen die dargestellten Objekte aus einfachen geografischen Formen, geometrischen Formen, wie Punkten, Kreisen, Ellipsen, Linien und Polygonen. In einer Vektorgrafik werden die darin dargestellten Objekte genau beschrieben. Zur Darstellung eines Kreises müssen zum Beispiel die Lage des Mittelpunktes eines Kreises und dessen Durchmesser gespeichert werden. Darüber hinaus könnte man noch Angaben zum Füllmuster oder der Linienstärke machen. Eine Vektorgrafik kann, im Gegensatz zu einer Pixelgrafik, also einer Rastergrafik, beliebig vergrößert und verkleinert werden, ohne dass sich deren Qualität verändert. Man bezeichnet diese Eigenschaft als Skalierbarkeit. Vektorgrafiken können mit zum Beispiel kostenlosen Programmen wie Inkscape und oder OpenOffice oder LibreOffice Draw erzeugt werden. Weitverbreitete Grafikformate für Vektorgrafiken sind ODG und SVG. Grafikformate erkennt man meistens an der Dateinamenerweiterung, also der Extension, zum Beispiel Kreis.ODG oder Rechteck SVG. Hier zum Abschluss noch ein Hinweis zu den verwendeten Grafiken, in der Präsentation verwendeten Grafiken und zu weiterführenden Informationen. Danke für die Aufmerksamkeit.